Risse so breit wie mein Daumen und das auch noch in der eigenen Hauswand. Sie sehen es hier hinter mir, also da würde ich auch erstmal einen Riesenschreck bekommen. So wie die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leverkusen. Die rufen wegen dieser massiven Schäden auch direkt bei der Feuerwehr an. Ein Großaufgebot kommt und wenig später wird komplett evakuiert. Auf einmal geht alles ganz schnell. 5 Bewohner dieses Mehrfamilienhauses in Leverkusen müssen gestern Abend ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr hatte entschieden, das Gebäude sofort zu räumen. Das erste Bild, was wir uns verschaffen konnten, waren halt von außen, dass wir an der Gebäudeaußenseite etwa daumendick oder breite Risse feststellen konnten an der Fassade. Auch im Gebäude waren im Deckenbereich, im Obergeschoss Risse festzustellen. Die Bewohner selbst haben die Risse in den Wänden entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die rückt mit einem Großaufgebot an. 65 Mann und 17 Fahrzeuge sind im Einsatz. Die Ursache für die plötzlich aufgetretenen Risse ist wohl auf einer Baustelle zu finden, die direkt hinter dem Haus liegt. Auf der Gebäuderückseite ist gerade eine Baugrube gemacht worden und die mussten den Gebäudeteil, wo jetzt da an den Gebäude 38 da die Risse entstanden sind, mussten die unterfangen. Und man nimmt an, dass durch dieses Unterfangen das Gebäude halt instabil geworden ist. Unterfangen bedeutet, das Fundament eines benachbarten Gebäudes zusätzlich von unten her abzustützen. Dabei machen die Arbeiter offenbar einen folgeschweren Fehler. Heute will die Bauaufsicht die Schäden genauer untersuchen. Erst dann werden die Bewohner erfahren, ob sie in ihr Haus zurück dürfen oder ob ihnen der Zutritt zu den eigenen 4 Wänden weiter verwehrt bleibt.